Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, ich bin hier nochmal in Bravil, weil jetzt ist wieder eine weitere Woche rum und da ich ja nochmal eh nach Shadinal gehen werde, um meine eine leichte Rüstung anzuziehen, werde ich jetzt hier nochmal dann gerade mit der Mutter der Nacht reden, damit wir dann direkt dann in Shadinal anschließend noch bei der Dunklen Bruderschaft vorbeischauen können. Das werden wir jetzt mal machen. Let's go. So, hallo, da bin ich wieder. Seid gegrüßt, Zuhörer. Kommt näher und ich werde euch an den jüngsten Neuigkeiten teilhaben lassen. Die dunkle Bruderschaft muss eine Waldelfin namens Narifin aufsuchen. Sie bedient sich unserer und wir dienen ihr nur zu gern. Euer Sprecher sollte nach dieser Person in der Stadt Falinesti suchen, in Valenwald, der Heimat der Waldelfen. Geht nun, werter Zuhörer. Überbringt diese Nachricht an euren Sprecher, auf dass der Wille Sithis geschehe. Wir grüßen euch, fürchterlicher Vater. Gut, damit hätten wir das. Dann geht's einmal kurz nach Shadinal. Das lohnt sich dann eh, weil wir ja dann auch um Shadinal ein bisschen uns umsehen werden jetzt. Da werden wir beginnen mit der kleinen Erkundungstour, die ich jetzt vorhabe und daher hat das nämlich alles gerade gepasst. Das alles gerade gepasst. Dann schauen wir da jetzt mal schnell vorbei. So, da bin ich. Die Mutter der Nacht hat gesprochen. Ich werde dafür sorgen, dass die Familienangehörigen die Kunde erhalten. Und hier ist euer Verdienst für diese Woche. Bis nächste Woche, erhabenster Zuhörer. Perfekt, ich danke dir. Hast du noch Gerüchte? Keine Zeit zum Tratschen. Ein finsteres Schicksal erwartet uns. Ja, okay, gut, dann nicht. So. Unter eurer Führerschaft wird die schwarze Hand ewig herrschen. Ja, ja. Freut mich, wenn du das so sagst. So, dann zeige ich euch übrigens gleich noch. Ich habe noch ein paar neue Zauber gemacht. Die zeige ich euch jetzt gleich mal noch. Gott sei Dank. Das Tor ist weg. Wollte ich euch ja eh noch zeigen. Weil ich das ja vorhatte. So, aber erstmal ziehen wir jetzt mal unsere Sachen. Oh mein Gott, hier bin ich falsch. An dieser Truhe habe ich meinen Kram. So. Gut ist, die werden wir nicht mehr brauchen. Ja, das Kurzschwert nehme ich dann mal mit. So, dann passt das. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, und das noch weg. So. Das hätten wir. Dann kann ich ja jetzt... Die Handschuhe brauchen wir auch nicht, weil ich glaube, ich habe in der anderen Truhe verzauberte Handschuhe drin. Ne, so war das doch, glaube ich. Genau. Ausdauer... Hier sind Beinschienen. Moment mal, was habe ich denn für Beinschienen? Oh, Moment mal ganz kurz. Dann nehme ich aber lieber die anderen Beinschienen, bin ich ehrlich. Hatte ich nicht verzauberte Handschuhe? Ich habe noch verzauberte Stiefel. Stopp, jetzt bin ich schaviert. Ich dachte, ich hätte einen Helm. Hä? Jetzt bin ich schaviert. Ich dachte, ich hätte einen Helm. Oder habe ich den da aus Versehen reingelegt? Gut, jetzt bin ich überfordert gerade. Ist irgendwie ein Spielstand mal abgeschissen oder so? Und ich weiß von nichts mehr? Und ich hatte da noch einen anderen Ring, oder nicht? Ey, ich bin gerade maximal verwirrt. Den Ring hatte ich garantiert, gar keine Frage. Dann doch nochmal das. Ganz ehrlich, ich dachte, ich hätte einen Helm gehabt. Ich dachte, ich hätte einen Helm gehabt. Scheiße. Ich glaube, ich habe den verkauft. Das wird's sein. Ich hatte einen Glashelm, das weiß ich noch. Und zwar von dem Heini. Ich hoffe, ich habe den Scheiß jetzt doch nicht verkauft.
Oh mein Gott, wäre das peinlich, wenn ich das jetzt verkauft hätte. Ich so, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht verkaufe. Bevor ich es mir anders... So, warte. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, ich hoffe, dass... Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Tschüss. Auch ihr. Ja gut, dann würde ich mal sagen, der Helm ist hin. Schade. Ja, das ist jetzt mein... Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wunderschönen guten Tag. Benötigt ihr vielleicht eine neue Rüstung oder Waffen? Bei mir findet ihr eine große Auswahl. Nee. Ich habe verdickt. GG. Alles klar. Okay, okay, okay. Dann packe ich den jetzt mal gerade auf die 1. Das tut weh. Das tut jetzt richtig, richtig weh gerade. Dass ich den Kram abgelegt habe. Egal, dann gehe ich jetzt mal kurz... Hier hatte ich ihn aber nicht reingelegt, oder? Ich will lieber gerade nochmal auf Nummer sicher gehen. Sage ich, wie es ist. Nee. Das ist jetzt nur... Ich muss den weltlichen Ring noch ablegen. Der kommt doch noch da rein. Ist das ein Bullshit? Ist das ein Bullshit? Habe ich Umbra noch? Ich habe jetzt gerade irgendwie so total dieses Bedenken. Wo ist denn Umbra? Willst du mich jetzt verarschen? Da ist es. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, Alter. Jetzt werde ich langsam paranoid. So, dann sehen wir das nochmal an. Ich habe auf jeden Fall neue Zauber erstellt. Die zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar habe ich jetzt hier nochmal ein paar neue Zauber gemacht. Und zwar nochmal Magiemeister der 3. Tafel und der 4. Tafel und von Typ 0. Das hier ist einfach jetzt nur nochmal ein richtiger Magika-Boost, den ich dann auf die 2 legen könnte. Und dann würde ich hier nacheinander hier hochbuffen. Und glaub, ich habe schon ausprobiert, wie viel Mana ich dann habe. Ich glaube, das liegt bei über 800 dann. Also das ist extrem stark. Aktuell habe ich natürlich noch den normalen Lichtkönig Stufe 3 drin. Wegen dem Väterzauber. Aber ansonsten, wie gesagt... Genau, hier. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Also diese 0 gehört jetzt nicht zu dieser Zahl dazu. Dieser Zauber heißt Typ 0 einfach nur. Und es ist so cool. Einfach Lichtfuß 35 für 120 Sekunden. Wobei ich den vielleicht sogar auch mal anwenden könnte. Oder? Weil wir haben jetzt ja so viel Geld. Komm, das werde ich machen. Ich nehme jetzt Magiemeister der Tafel Typ 0 einfach auf die 2. Ich meine, Lichtfuß habe ich ja trotzdem... Dadurch sogar viel, viel länger. Ich glaube, beim Lichtkönig hatte ich den nur für 75 Sekunden. Hier habe ich ihn aber für 120 Sekunden. Also das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Reise. Genau, ich habe noch einen Schildzauber erstellt. Und zwar das Glasschild. Genau, das gibt mir jetzt nämlich 55% Schild nochmal extra für 120 Sekunden. Den werde ich mir... glaube ich, auf die 8 schmeißen. Zack. Den wirken wir jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Rüstung ich habe. 75, das ist strong. Das ist sehr, sehr gut. Also überlegt mal, damit halte ich jetzt auf jeden Fall nochmal einiges aus dann auch. So, dann würde ich mal sagen, geht es los. Wir rennen jetzt einfach mal hier ein bisschen rum und werden hier ein paar Sachen erkunden gehen. Let's go, ich hab Bock. Vielleicht werden wir auch wieder den ein oder anderen Detra-Schrein begegnen, weil ich glaube hier jetzt natürlich eher weniger. Weil wir natürlich hier in der Nähe erst einen haben. Und das ist ja Mephalas-Schrein. War das Mephalas-Schrein hier? Jetzt bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Jetzt bin ich gerade auch nochmal ein bisschen neugierig. Verminas, okay. Sorry, nicht Mephalas, Verminas ist es.
Da komm schon, hier wird doch mal irgendwo was sein. Irgendeine Höhle. Da war das Oblivion-Tor, genau, das hatten wir ja geschlossen. Da ist eine Mine. Hier ist rein nichts. Natürlich werde ich nicht alles entdecken können. Komm mal her. Bisschen ein Nichts für mich. Weil diese Karte ja riesengroß ist. Da geht eine Treppe hoch, da hinten. Vielleicht können wir ja mal da entlang gehen. Oh nein. Goblins, nicht gut. Aber hier ist echt nirgendwo gerade eine Höhle oder so da unten. Ja, let's go. Geht doch, ey. Also, das hat ein bisschen lang gedauert jetzt. So, schauen wir da einfach mal vorbei. Was ist das denn hier? Wir haben sie schon entdeckt. Öde Höhle. Ah ja. Das ist ja auch mal ein sehr vortrefflicher Name. Da unten gammelt ein Minotaurus rum. Wir gehen mal rein. Hallo? Vampire. Was? Was? So, ihr seht mich nicht, ihr seht mich. Ärger an mich, könnt ihr gerne Ärger haben. So. So, gib mal schön her. Stirb, du Hirte. Vampire, du bist der Magier hier. So. Ja, mit deinem Kram. Was ist los? Werdet ihr müde? So, komm mal her. So, gut. Vielleicht haben wir ja hier Glück. Und einer von denen wird ein Glashelm mit sich tragen. Das wäre natürlich optimal an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn eigentlich meine Illusion? Habe ich die schon? Nein, ich wollte nicht. Ey! Alter, dieses. Ich will wieder Asgard spielen. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr. Was habe ich denn jetzt alles mitgenommen gerade an Müll? Scheiße, ey. Behalt deinen Scheißrick. Das Game. Geht ja gut, geht ja wieder super los. Mhm. Krieg wieder richtig Laune, Lust und Laune hier weiterzumachen direkt. Ich würde mal ganz gediegen mich mal heilen. Und mein Zeug reparieren. Oder den ganzen Kram wohl eher. Oh mein Gott, die Rüstung war ja so gut wie im Arsch. Das Geile ist, dass ich habe so viel Ausdauer. Das ist insane. Ich höre einen Geist, glaube ich. Das gefällt mir gar nicht. Oder auch ein düster Gespenst.
Das wird auf jeden Fall nicht so leicht werden. Was ist das? Bogen. Lass das uns zu Ende bringen. Oh ja, der hat gesessen. Alter! Ich hab sogar noch geblockt. Stirb, du Ratte. Tut euer Schlimmstes. Jetzt ist Schluss. Ja, das denke ich auch, dass Schluss ist. Verdammtes düster Gespenst. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier eins ist. Oh, da hat sich gerade einer unsichtbar gemacht. Tut euer Schlimmstes. So, du willst mich aber nicht wiederkauen. Ja, sehr gut. Da hätte ich nämlich keine Lust drauf gehabt, sage ich dir, wie es ist. Und ich kann ja nach dieser Folge direkt wieder verkaufen gehen. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, ich bräuchte nicht mal das Zeug, was ich jetzt mittlerweile mit mir rumschleppe. Wir haben so viel Geld. Wisst ihr, was ich jetzt gerade echt machen werde? Scheiß drauf. Wir nehmen wirklich nur noch das mit, was wir brauchen. Ja gut, die Pfeile würde ich schon gern behalten, ne? Also, die nehme ich jetzt schon mit. Ah, der Glasbogen kann aber auch noch weg, den ich niemals hatte. Hatte ich nicht einen Glasbogen gerade? Ey, ich bin maximal... Sag mal, was ist denn mit mir los gerade, ey? Bei mir kriegt hier richtig die Demenz rein. Ey, das ist ja nicht mehr witzig. Ich so, ja, ich pack mal den Glasbogen weg. Was für ein Glasbogen? Was redest du da? Ich weiß nicht, was sie meinen. Jetzt ist Schluss. Ich sollte vielleicht mal meinen Zauber neu wirken. Ja, wird schön ruhig weiter den Zauber auf mich. Ja, okay. Alles klar. So, ich brauche nur das hier. Den Rest kannst du behalten. Meine Fresse, Alter. Oh, aber das könnte gut sein. Vielleicht ein Lehrlingsbuch. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Sehr gut. Handelsgeschick verbessert. Sehr, sehr gut. Oder so, nichts dabei. Ach du meine Fresse, was ist das denn hier alles? Komm zu mir, süßes Fleisch. Ja, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, mach dir darum mal keine Sorgen. Warum schon irgendeiner mit einem Glashelm? Das wäre so cool. Stopp mal. Hier waren wir schon. Und wir waren überall. Das war's schon. Ja gut, dann können wir auch wieder rausgehen. Warte mal, gehe ich überhaupt jetzt richtig? Ja, ne? Ja. Das war also einfach nur eine kleine Vampirhöhle.
Na dann, raus hier. So, das hätten wir. Weiter geht's. Erkundungstour geht weiter. Wundert mich nur, dass hier so arg wenig auf der Karte gerade ist. Das wäre Minas Schrein. So, trainieren wir ein bisschen Akrobatik mit. Auch nicht verkehrt. Und die Quest mit Verena war ja schon insane. Also die war richtig, richtig stark, wie ich finde. Schön Zutaten einsammeln und einen Gegner haben wir hier. Ach, wie süß. Alter, hat er mir gegeben gerade. Heftig. Habt ihr das gesehen? Ich bin fast einen Meter weit weggeflogen. Was rennt denn da oben rum? Ist das ein Wolf? Ich schätze mal schon. Kann es doch nicht sein, dass hier nichts ist. In dem ganzen Gebiet hier ist nichts. Wir gehen mal zur Festung Faragut, ne? Da ist ja auch noch die... Na, Schattenmähne, ne? Müsste ja hier noch stehen, genau. Habe ich alles nicht vergessen? Doch, ich werde hier schön Akrobatik trainieren. Also das ist echt ein bisschen mau, ne? Oh, was haben wir denn da? Ein Schrein. Immerhin mal etwas. Jetzt sagt man bloß, wir schaffen es nur innerhalb von einer Folge, eine Hülle zu finden. Weil um Chardinal tote Hose ist. Was ist das überhaupt für ein Schrein? Keine Ahnung. Sagt er nicht. Ja gut, ich schätze mal, dass da ein Oblivion-Tor ist. Sehr gut, genau das wollte ich sogar. Let's go. Gehen wir schön schließen. Wobei wir das jetzt natürlich in diesem Part nicht mehr schaffen werden, aber das ist mir egal. Nein, dich ignoriere ich prompt. Ich hänge fest. So. Nein. Nein, 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 bitte nicht hier. Bitte nicht hier. Es hätte alles sein können, nur nicht hier. Ach du Scheiße, was war da? Was denn da gerade passiert? Also ihr könnt euch ja mal darauf einstellen, dass wir hier mindestens den nächsten ganzen Part auch noch verbringen werden. Weil das mit Abstand der schlimmste Oblivion-Tor von allen ist. Was wir jetzt hier reingedrückt kriegen. Wunderbar. Tschüss. Gib jetzt mal bitte, danke. So, das heißt, wir brauchen hier, müssen wir aufpassen auf den Eingang, den wir hier haben, aber hey. Sehr gut. Scheiße. Direkt der nächste Zivilei, ich hasse es nicht. Hey. Hey. Oh, das ist nicht schlecht. Der hat gut geblockt, das muss man ihm lassen. Ach ja, jetzt sind diese scheiß Ranken wieder. Nein, ich wollte noch nicht kämpfen. Stirb du Mistvieh, genau, ist auch besser.
weil ihr die Ranken kann ich, die nehme ich ja mal liebend gerne gerade wieder mit. Weil ich glaube, so viel von denen habe ich gar nicht. Hey, stopp mal, was? Sollte vielleicht mal noch mein Zeug reparieren. Warum geht's denn jetzt auf einmal runter? Oder bin ich in die falsche Tür rein? Könnte natürlich auch sein und ich weiß es nur nicht. Wir sind auf jeden Fall Gegner und ein Sturmarzt danach macht den Anfall. Und auf jeden Fall schon ein Schaden mit dem Schwert. Finde ich sogar irgendwie gerade ziemlich OP mit dem Schwert hier. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier so, ich sag mal, leicht laufen wird. Einen wunderschönen guten Tag. So, erstmal sehen wir uns hier um. Nein, scheiße, falscher Zauber. So, komm mal her. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Soweit nichts mehr. Wo komme ich jetzt hier hin? Auf jeden Fall ein D drauf, meine ich. Okay, also das, also Schwert, das bockt gerade richtig. Das macht ja einen Haufen Schaden, Alter. Warum macht denn das so einen Haufen Schaden? Warum? Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich, ich habe ja nichts dagegen. Sag ich ja nichts, aber. Oh, noch ein D-Drop. Oder beziehungsweise da war ein D-Drop. Und ich weiß nicht mal, wo ich gerade bin. Auf jeden Fall renne ich hier irgendwie planlos gerade durch die Gegend. Ich schätze mal, dass ich hier richtig bin. Ja. Bin ich. Was macht denn nochmal Blutgras genau? Würde ich immer gerne einsammeln. Blutgras. Warum was denn? Achso. Ja. Natürlich. Ich sollte vielleicht mal nach B schauen. Gut, Blutgras ist nicht so wichtig und diese Ranken. Gut, damit kann ich halt Tränke herstellen. Okay, ja gut, die sind eigentlich schon stark, die Ranken, ne? Die machen ja auch noch so allgemein Schaden, hoppala. Da muss ich mal gucken, wie die heißen. Kann ich gar nicht sammeln. Das lohnt sich jetzt nicht. So. Ah ja, gut. Oh, scheiße. Oh, er hat mich schon gesehen. Okay. Ihr seid eine nächste Trophäe. Tauge nichts. Bäh. Bäh. Oh mein Gott. Alter, was ist denn mit ihm? Ha. Alter, da schlägt er mich erstmal so 10 Meter hoch in die Luft.
Vergast werden wir auch noch alle. Und bis das. Kannst du mal sterben, danke. So, ich sollte vielleicht wieder mein Zeug reparieren. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee an der Stelle. So. Aber genau das Oblivion-Tor wollte ich eigentlich haben. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich setze wieder meinen Nicht-König auf die 2, weil der lohnt sich aktuell besser. Ich glaube, der Magiemeister, der Tafeltyp 0 lohnt sich nur wirklich, wenn ich die anderen direkt hinterher ballere. Dann habe ich einen kranken Boost. Nicht so gut. Bruder. Hey. Ich hab Schild aufgehauen. So, komm her. Oh je. Das sieht gerade nicht so gut aus für uns. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Boah, also manchmal muss ich ehrlich sagen, dass das hier echt ein Labyrinth ist. Jetzt knockt der mich auch noch raus. Der knockt mich ganz schön oft aus diesmal. So, aber jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt ist Schicht im Schacht. Ich bin halt nur froh, dass ich gerade trotzdem so gut es geht zurechtkomme. Das hier ist halt riesig. Das hier ist riesig. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hier gerade bin. Ich hasse dieses Oblivion-Tor. Also das ist das schlimmste Oblivion-Tor von allen, finde ich. Weil hier musst du. Und hier bleibt doch nichts anderes übrig. Aber hier musst du einfach... Ich glaube, hier unten war ich jetzt überall, oder? Hinten war ich. Ja. Oh, aber hier war ich nicht dran. Das habe ich nicht gesehen. So, erstmal voll heilen. Mit Schild wirken. Und jetzt einfach irgendwo planlos rumrennen, weil ich nicht weiß, wohin. So. Ganz schön frech hier. Du triffst mich nicht. So, den Kampf machen wir jetzt mal noch. Oder diese Kämpfe. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie geil, dass das Glenfie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 f
So, das kann ich mal ganz kurz ausnutzen. Oh, die sind immer so krass im Ausweichen, egal. Hab ich? Hab ich auch. So, sehr gut. Hier war jetzt aber nochmal gerade Action. So, dich nehme ich noch mit. Gut, meine lieben Freunde, da würde ich jetzt aber hier sagen, dass ich hier den Part beende. Dann sehen wir uns genau hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Oblivion. Macht's gut. Ciao.